Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Northman's Call. Nach langer Abwesenheit meinerseits heute mal wieder ein Video. Ist viel los gewesen bei mir im letzten halben Jahr, deswegen habe ich nur ganz wenig Zeit gefunden und konnte mich eigentlich nicht richtig um den Kanal kümmern, aber ich musste mich mal wieder melden, auch weil ihr mich nett erreicht habt, auch per Kommentare und per Nachrichten, auch auf Facebook. Da wollte ich mal wieder ein Video machen. Heute mal ein Unboxing. Mein erstes, richtiges. Ich habe Post bekommen von Dirk Wanger. Das ist ein Messerhändler, den ich über die Messerfreunde bei Facebook kennengelernt habe. Und da bekomme ich heute was Gutes. Wollen wir doch mal schauen, was es ist. Also ich weiß es. Und ich denke, wir schauen es uns mal zusammen an hier. Das Inventar hier geräumt. So, was haben wir hier? Das ist außergewöhnlich. Normal ist ja sein Markenzeichen, dass es eine kleine Tüte Goldbeeren gibt. Aber bei mir hat er sich die Lieferung etwas verspätet, weil es da Differenzen in der E-Mail-Kommunikation gab. Und hier steht drauf: Sorry, etwas spät. Ja, gar kein Problem, ist angekommen. So, was haben wir hier? Gutes. Eine Schachtel. Kartonage. Kann weg. So. Schauen wir doch mal. Seine Visitenkarte. Messer und Co. Dirk Wanger. Papierchen, die niemand liest. Und hier haben wir ein Messerchen. Es ist von der Firma Real Steel, wie man unschwer erkennen kann. Und oh yeah. Das ist das H6S1 Carbon. Und es sieht mega fett aus. Und es fühlt sich mega fett an. Das ist ja mal geil. Für mein Real Steel dachte ich eigentlich immer, was soll das? Nicht noch eine chinesische Firma, aber irgendwie kam man dann doch nicht drum rum, was man so gelesen hat in den Foren und auf Facebook, was die so für Qualität abliefern. Da dachte ich auch, dann holla, schwärmen alle. Aber so ein H6 normal mit Linern, ich habe schon viele Messer mit Linerlock und Recurve und Hohlschiffklinge, soweit ich weiß. Und da dachte ich, ach, ja, ich meine, ich habe auch ein Tenacious, das ist auch ein gutes Messer in der 50-Euro-Klasse. Und dann habe ich gehört, dass sie dieses hier announced haben, also angekündigt haben. Und zwar mit Frame Lock und diversen Griffbeschalungen als Flachschliff. Und da dachte ich, na, das klingt doch mal mega fett. Da bin ich doch dabei. Wann kommt's raus? Hatte ich dann Dirk Wanger angeschrieben. Wie gesagt, leichte Probleme mit der Kommunikation über Mail. Aber da scheint wohl keiner von uns beiden dran schuld gewesen zu sein. Und jetzt habe ich es hier. Geil. Die eine Seite hier, das ist, wenn ich es richtig verstanden habe, Carbon G10 Laminat. Das ist ein Stahl Frame Lock. Die Klinge ist 8,6 cm lang und hat einen FFG, einen Full Flat Ground, hochgezogenen Flachschliff. Der Klingenstahl ist 14C28N, das ist ein Sandvik-Stahl, der auch mit Niob legiert ist. Das heißt, Niob bildet feine, harte Karbide. Das sollte ein sehr feinkörniger, scharf zu schärfender Stahl sein, der eine gute Schnitthaltigkeit hat. Ja, Deep Carry Pocket Clip und hier, das ist so ein sogenannter, ich glaube, haben sie es Better Lock genannt oder SZ-Lock.
Kann man das Messer hier verriegeln? So, es ist quasi ein Lock. Man könnte meinen, ähnlich dieser Roto-Lock von Line Steel, aber das ist so ein Schieber, den man hier bewegt. Hier ist eine Aussparung hier vorne. Und wenn man den Schieber über die Aussparung bewegt, dann kann man den Lock nicht mehr entriegeln. Geil, funktioniert. Klingenzentrierung. Perfekt. Ich sehe einfach gerade spontan keine Verarbeitungsmängel. Lockup. Perfekt. So auf, na, 20, 30%. Schon geil. Scharf scheint es auch zu sein. Das werde ich natürlich nochmal übers Lansky fliegen lassen, damit man da eine annähernd spiegelpolierte Phase hat. Das habe ich nämlich auch hier beim Mannix 2 gemacht. Je nach Lichteinfall sieht man es dann. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich es hinkriege. Also, scharf ist die Kiste. Ja, fett. Und was sofort aufgefallen ist, es ist so leicht, das Messer. Hier in der Platine sehe ich gerade, ist noch eine Ausfräsung drin, um das Gewicht zu reduzieren. Carbon G10 Laminat ist natürlich deutlich leichter als Stahl. Hier ist der Stahlliner mit Aussparung. Was auch sofort auffällt, ist ja Hammer, diese Griffform. Also es erinnert ja leicht ein bisschen an DPX Hest. Weil wenn ich es jetzt hier so in den Hammergriff nehme, da drückt gar nicht. Ich habe keine Hotspots. Das habe ich relativ selten bei Messern. Ich habe Handschuhgröße 9. Nimm sie in die Hand und hab voll in der Hand. Die Schneide beginnt schön nah am Finger. Da kann man schön gut Druck ausüben. Ja, und der Daumenpin ist abschraubbar. Ich sag mal 42A-Konformität. Ja. Fällt es einem schwer, dagegen zu argumentieren, wenn der Pin ab ist, meiner Meinung nach. Geil, ich freue mich. Also dann, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.